Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittliga-Eröffnungsspiel gegen den KSC. Ich begrüße die beiden Trainer Alois Schwarz und Henrik Petersen sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Schwarz, der Gästetrainer hat zunächst das Wort und ich darf Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Ja, ich denke, das Spiel hat alles gegeben. Also die Rahmenbedingungen waren hervorragend. Es war natürlich zu heiß, natürlich, aber die Fans. Und das Stadion war voll, die Stimmung war gut. Das Spiel hat einiges dazu beigetragen. Ich denke, dass wir die ersten 10, 15 Minuten sehr, sehr gut reingekommen sind. Für ein Auswärtsspiel, der Gegner hat viele Fehler gemacht. Dann machen wir das Tor und auf einmal haben wir alles eingestellt. Wir haben nicht nach vorne verteidigt. Das Spielfeld war zu groß, war zu lang. Dadurch konnte der Gegner immer wieder reinspielen. Und wir haben zweimal Glück gehabt, zweimal durch Kopfbälle. Einmal, glaube ich, Hoffmann und einmal Bulut, wo wir das Glück hatten. Da haben wir uns nicht gut angestellt. Wir wollten das besser machen in der Halbzeit, haben es auch dann angesprochen und haben uns aber auch weiterhin passiv verhalten, kriegen dann das Tor und ab dem Tor haben wir auf einmal richtig gut Fußball gespielt und waren dann auch ab diesem Zeitpunkt ein bisschen besser im Spiel als der Gegner, hatten auch bessere Möglichkeiten, haben noch Standards rausgeholt und Marvin Puri hatte die beste Möglichkeit, glaube ich, das Spiel eventuell für uns zu entscheiden. Letztendlich sage ich aber, haben wir hier einen verdienten Punkt mitgenommen, auf jeden Fall. Und es war nicht einfach, nach einer Vorbereitung zu sehen, wo steht man. Jetzt haben wir so ein bisschen einen kleinen Anhaltspunkt gegen einen guten Gegner, einen Punkt zu machen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schwarz. Henrik, fällt dein Fazit der abgelaufenen 90 Minuten aus? Hallo zusammen. Sehr ähnlich. Am Anfang waren meine Jungs ein bisschen nervös, glaube ich. Und dann sind wir nach 10, 15 Minuten gut ins Spiel reingekommen. Und wir haben letzte 25 Minuten sehr stark gespielt. Wir waren stärker am Ball und da war auch mehr Intensität in unserem Spiel, wenn wir Ball verloren haben und insgesamt in unserem Pressing. Und von Anfang zweiter Halbzeit haben wir klar das Spiel dominiert und auch verdient das 1-1 gemacht. Und nach 70 Minuten sind wir ein bisschen müde geworden und da hat KSC das Spiel ein bisschen dominiert und hat auch eine große Torchance am Ende gehabt. So, klar möchte man gern das Spiel gewonnen haben, aber ich finde 1-1 war sehr fair. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Ich gucke einmal in die Runde. Alex Leppert vom Matzak Verlag. Das Mikrofon kommt. Ja, Henrik, kannst du was sagen zu Felix Burmeister? Noch nicht. ich weiß nicht, wie schlimm das ist. Wie zufrieden warst du denn mit zum Beispiel Malte Amundsen auf der linken Seite im Mittelfeld? Das war ja eher ungewöhnlich, dass er da gespielt hat, ne? Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Ich finde, das war das erste Punktspiel und wir mussten die dritte Liga reinkommen. Und ich finde, wir sind heute gut reingekommen gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Und Malte hat auch seinen Teil dazu getragen. Und er hat normalerweise nicht auf links außen gespielt, aber ich finde, er hat das insgesamt auch hier sehr gut gemacht. Wie sehr ist dir ein Stein von Herzen gefallen, dass die Zuschauer so mitgegangen sind, auch die Mannschaft am Ende gefeiert haben für ihre engagierte Vorstellung? Ich finde, beim Aufwärmen war große Unterstützung und durch das Spiel und wir waren 1-0 hinten in Halbzeit, aber da war auch enorme Unterstützung und das hat die Spieler auch bemerkt und bei dem Tor 1-1 war überragende Stimmung und deshalb sind wir auch nach dem Spiel eine Runde gegangen, weil es war nicht um uns zu feiern, es war um die Fans zu feiern, weil sie haben super Rahmenbedingungen für uns heute gemacht. Gibt es weitere Fragen? Frank Vollmer von Regionalsport. Henrik, das war ja schon ein guter Start. Wie viel von dem, was du den Jungs mit auf den Weg gegeben hast, haben sie denn heute gezeigt? Also ist das schon eingespielt oder muss da noch einiges passieren? Nicht einige, da muss sehr viel passieren.
Wir haben zuerst 6 Wochen trainiert, so wir sind in die, ja, wir sind immer noch ein Baby, wir sind immer noch in der Anfangsphase und da gibt es so viel zu tun mit unserer Mannschaft und deshalb die Basissache wie Einstellung, Mentalität, dieser Hunger zu zeigen, da bin ich sehr zufrieden, aber da gibt auch viele Sachen zu verbessern. So, wir haben, ja, ich bin zufrieden mit, was ich heute gesehen habe. Aber wir sind zuerst angefangen. Vorne wird noch geschrieben. Gibt es weitere Fragen? Emma von Kramon von der Neuen Braunschweiger Zeitung. Henrik, ist es für euch schwieriger jetzt zu sagen, wo ihr genau steht, weil durch die Hitze ja so ein Faktor im Spiel ist, den man vielleicht sonst nicht hat? Die Hitze war für beide Mannschaften und was ich auch vor dem Spiel gesagt habe, wir spielen gegen einen sehr, sehr starken Gegner, ein Gegner mit einer klaren Spielphilosophie, ein sehr schwieriger Gegner und auch von den letzten 2 Jahren hat man gesehen, wenig Gegentor und also im Vergleich mit KSC heute bin ich sehr zufrieden, aber wie das insgesamt ist, darüber kann ich nichts sagen. Dann Frank Vollmer von Regionalsport nochmal. Eine Frage fehlt noch hier in dieser Runde. Erstes Pflichtspiel auch als Cheftrainer eines deutschen Teams. Wie ist denn die Gefühlslage bei Ihnen heute nach dem Spiel? Ich bin stolz von meinen Jungs und ja, ich habe das genossen. Da war viel Emotionen dabei. Und das ist klar, so ein intensives Spiel wie heute gegen so einen starken Gegner. Da geht das ein bisschen hoch, ein bisschen tief. Und es war ein gutes Erlebnis. Danke. Dann gucke ich nochmal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Ist richtig was los heute? Thomas Fröhlich von der Braunschweiger Zeitung. Frage an Herrn Schwarz, wie würden Sie denn das Niveau dieses Spiels für die Drittliga-Verhältnisse jetzt klassifizieren? War es ein gutes Spiel schon für den frühen Zeitpunkt? Ich kann jetzt nur von meiner Mannschaft mal sprechen. Ich denke, wir haben wirklich von der 20. bis zur 70. nicht das abgerufen, was wir die ganze Vorbereitung gezeigt haben. Das lag vielleicht aber auch am Gegner, der es dann gut gemacht hat. Wir haben die Bälle nicht so verarbeitet vorne, wir sind nicht in die Endzone richtig gekommen. Vielleicht bin ich da zu penibel ein bisschen, aber insgesamt denke ich, war das Tempo für das Wetter relativ hoch. Das war schon gut. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat an meiner Mannschaft, ist dann, dass man sich nach dem 1-1 eigentlich die bessere Mannschaft war und das gezeigt hat und nicht eingebrochen ist, sondern da Charakter gezeigt hat und sogar noch das Siegtor hätte schießen können. Letztendlich wissen wir noch nicht alle genau, wie stark dieses Spiel einzuschätzen ist. Ich denke, dass beide Mannschaften sich mit Sicherheit im Laufe der Runde, was die Spielqualität und die Art und Weise angeht, steigern wird. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht mehr so aus. Dann sage ich vielen Dank, wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise mit der langen Strecke und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Vielen Dank.